LWS-Infiltration. Die einzelnen Wirbelkörper unserer Wirbelsäule stehen über Zwischenwirbelgelenke und über die Bandscheiben miteinander in Verbindung. Diese sorgen für Stabilität und Beweglichkeit des ganzen Oberkörpers und sind täglich hohen Belastungen ausgesetzt. Krankhafte Veränderungen oder die Folgen eines Unfalls können die Funktion dieser Strukturen beeinträchtigen und starke Schmerzen oder sogar Lähmungen verursachen. Eine Wirbelgelenksarthrose oder ein Bandscheibenvorfall kann zu einer Einengung der Austrittsorte der Nervenwurzeln führen. Dabei kann der Nerv unter Druck geraten, was Schmerzen verursachen kann. Es können auch Missempfindungen auftreten, wie beispielsweise ein Kribbeln in den Beinen. Bei entsprechender Einklemmung der Nervenstrukturen können Lähmungen auftreten. Eine der wirksamsten Methoden, um die Schmerzen vorübergehend zu lindern, ist die diagnostische und therapeutische Infiltration. Bei einer Wirbelgelenksarthrose wird das Zwischenwirbelgelenk infiltriert. Dabei wird unter Röntgenkontrolle durch den Arzt eine dünne Nadel bis an die richtige Stelle herangeführt. Mit einem Kontrastmittel wird die korrekte Positionierung der Nadel überprüft. Danach wird das Medikament, in der Regel eine Mischung von Cortison und einem Lokalanästhetikum, an die gewünschte Stelle verabreicht. Bei einem Bandscheibenvorfall wird das Foramen, also der Austrittsort des Nervs, infiltriert. Wiederum wird zuerst mit Kontrastmittel die korrekte Positionierung der Nadel überprüft und danach das Medikament verabreicht. Diese Technik gilt als sichere Methode, die mit gutem Erfolg angewendet werden kann. Durch das Ausschalten der Schmerzen kann die normale Beweglichkeit für einige Zeit wiederhergestellt werden. Dem Patienten wird so ein normaler, schmerzfreier Alltag ermöglicht. Weitere Therapiemaßnahmen sind wieder möglich und wirksamer.